Leute und willkommen hier zu meinem ersten Textpack-Review. Und zwar stelle ich euch heute das Textpack Osocraft vor und das hat mir die liebe Paul Livo vorgeschlagen. Also heute stelle ich euch das Textpack Osocraft vor, wie schon erwähnt, und es ist ein 32x32 Textpack. Es bringt nicht nur neue Texturen ins Spiel, sondern auch neue Sounds. Und ja, also nochmal kurz vorweg, es ist mein erstes Textpack Review, deswegen verzeihe ich es, wenn ich Fehler mache. Apropos Fehler, ich sehe schon den ersten Fehler vom Bett hier. Ich glaube, die haben die Texturen hier vertauscht. Egal. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal durch, wir haben ja Zeit. Und ja, also hier seht ihr schon mal die riesigen Mushrooms. Hier haben wir den roten Mushroom und hier einmal den braunen Mushroom. Ja, dann hier so ein bisschen Wasser, den Spruce Tree, also den, wie heißt den Fichtenbaum. Dann hier den Eichenbaum, hier den Birkenbaum und den Dschungelbaum gibt es ja nicht, oder was? Naja, gut. Okay, dann gehe ich doch einfach mal durch. Also hier haben wir Gras, Schnee, Schneeblock, Erde, Eis, Sand, Clay, also Clayblöcke, Mützel, Gravel, Bedrock, Obsidian, Steine. Die Ores gefallen mir eigentlich ziemlich gut. Zum Beispiel hier Kohle und Kohleblock, Eisen, Eisenblock, Gold, Goldblock, Lapislazuli, Lapislazuli-Block, Redstone, Redstone-Block, Diamanterz und Diamantblock und Smaragderz und Smaragdblock. Dann hier Mossy Cobblestone, Cobblestone, Half-Slabs, Zäune, das gleiche hier nochmal mit den Chisel, Stone-Bricks und allem. Ja, und dann hier die Sandsteine, hier die Bricks, die. Was sind das hier? Ach so, die Steinslabs. Hier ist Quarz. Hier Eichenholz. Alles aus Eichenholz hier so. Hier alles aus Spruce, also Fichtenholz. Hier alles aus Birkenholz. Hier alles aus Dschungelholz. Und hier noch so Zäune und Zauntore. Dann hier die Holztür. Hier Leiter. Ja. Die Eisentür. Hier Traptors. Oh. Hm. Bücherregale. Ein Boot. Minecraft. Ich sehe ja auch schon die Aktivierungen, wenn da was drüber fährt. Ich kann es nochmal zeigen. Hier müsst ihr darauf achten. Und hier müsst ihr darauf achten. Also, ja, ganz nett gemacht auch. Ja, dann haben wir hier das Minecraft mit einer Chest, das Minecraft mit dem Ofen, das Minecraft Minecart. Mit dem Trichter, das Minecraft mit dem TNT. Hier Netherstein, finde ich auch. Sieht ziemlich geil aus. Der Soul Sand ist ein bisschen ans Default angelehnt, macht aber nichts. Besonders der Nether Brick sieht auch nicht schlecht aus und die Nether Zäune, also die finde ich sind auch ziemlich nett gestaltet. Dann hier der Glowstone, sieht eigentlich schon fast wie eine Glowstone-Lampe aus, aber hier Nether Quarz, Endstein. Der Endstein muss ich sagen, weiß ich nicht. Der gefällt mir nicht ganz so, aber. Ja, gut, ist Geschmackssache, ne? Dann hier die Endportale sind auch nicht so schlecht. Wie gesagt, es ist halt nur ein 32x32 Textpack. Hier der Repeater. Unaktiviert. Und der Komparator unaktiviert. Dann hier. Der hat so geile Animationen, wenn ich den anmache. Und Redstone hat eigentlich auch. Ja, nicht leuchtende Redstone-Lampen und leuchtende Redstone-Lampen. Hier der Daylight-Detektor, also der Sensor für Tageslicht. Der leuchtet auch immer so ganz schön auf wie so eine Solarzelle. Dann hier die Pistons, einmal sticky, einmal nicht sticky, ausgefahren und nicht ausgefahren. Hier einmal Schallplatten, Spieler und Notenblock. Der Dispenser und der Dropper. Dann hier die normale Kiste. Oder war das eine Redstone-Chest? Das war eine Redstone-Chest, ne? Ah, hier, da seht ihr den roten Rahmen herum. Hier auch. Hier eine normale Chest. Lüfte, oder? Ja. Und hier der Hopper. Dann haben wir hier Tripwire Hook.
Crafting Table, Ofen, Kiste, Ender Chest, ein Verzauberungstisch, ein Bottle of Enchanting, ja genau, ein Brewing Stand, ein Cauldron, der sieht eigentlich auch ganz nett aus, finde ich. Dann hier das verbuggte Bett, auf einer Seite ist es richtig, auf einer nicht, egal. Die Schadensabstände sieht man auch ziemlich schön von den Anvils. Hier die Blumentöpfe und die Pilze darin. Hier Gras und Setzlinge mit und Blumen und so. Hier die Kartoffeln und hier Karotten, hier Weizen und hier Weizen. Blöcke. Melonen und Kürbisse. Jack-o'-Lantern, also die Kürbislaterne. Zuckerrohr. Kürbis und toter Busch. Kaktus. Und toter Busch. Hier dann Dschungelholz mit Lianen und Kakaobohnen. Hier die Lilypads. Hier Wasser, fließendes Wasser, Lava, fließende Lava. Das Feuer hat neue Sounds, passt auf. Na? Also das Feuer hat neue Sounds. Da die Map noch nicht für 1.7 geupdatet ist, komme ich gleich nochmal zu den neuen Sachen hier. Ups. Lol. Die Sachen hier sind irgendwie weg. Lol. Why das? Lol. Wieso sind die Sachen hier weg? Egal, wir sehen uns gleich wieder, ja? So, da bin ich auch schon wieder zurück. Für einen kleinen Cut für euch. Hat es nicht lange gedauert, für mich ein bisschen länger. Ich glaube, ich weiß den Fehler, weil ich die Map in der 1.6 mal kurz betreten habe. Und da gibt es ja die ganzen Items hier noch nicht, deswegen sind sie jetzt alle weg gewesen. Naja gut, dann machen wir einfach nochmal weiter. Gut, also hier ist der Akazienbaum mit dem Akazienholz. Hier der Dark Oak Tree mit dem dunklen Eichenholz. Und hier haben wir die rote Tulpe, orange Tulpe, weiße Tulpe und pinke Tulpe. Hier haben wir den Pufferfisch, den Raw Salmon, also den rohen Lachs, den gekochten Lachs und den Clownfisch. Hier haben wir Potsaul und hier den Akazien Sapling und den Dark Oak Sapling. Hier ist Peony, Rosebush, Lilac und die Sunflower, Azurblühe, Allium, blaue Orchidee. Hier die Poppy, die ist von der Textur gleich geblieben. Finde ich eigentlich geil, weil die Rose dann sozusagen im Spiel bleibt. Dann hier die Dandelion, also die gelbe Blume. Hier der Large Fern und das Double Tall Grass. Und was mir auch verloren gegangen ist, dadurch, dass ich zurückgeswitcht habe mal gestern auf die 1.6 in dieser Map, ist mir dieser Command Block mit in der Lore verloren gegangen. Den habe ich auch nochmal kurz aufgebaut, nur dass ihr es wisst. Gut, wieso kommt ihr immer? Hier das Cupstack Sharp Pack Showcase. Dann hier den Kuchen. Die Spinnennutz. Oh ja, sehr gut eingedeutscht. Den SpongeBob. Den Beacon. Den. Wie heißt da? Leuchtfeuer. Hier Command Blocks. Machen wir einfach mal. Dragon Egg. Hier das Glas und die Glasscheiben. Hier das die weiße Wolle und das weiße Glas, hier Orange, Pink oder Magenta, wie man es nennen mag, Hellblau, Gelb, Grün, Pink, nee, jetzt wollte ich schon fast Schwarz sagen, aber das hier ist Dunkelgrau, die haben irgendwie eine eigene Textur vom Glas her und das Hellgrau auch, aber ja gut. Dann Spicken Cyan, Purple, Dunkelblau, Braun, Grün, Rot und Schwarz und das Packed Eis. Dann hier die ganzen Hardened Clay, das normale Hardened Clay, das Schwarze, das Rote, glaube ich, das Grüne, das Braune, das Blaue, das das Purple. Das Cyan, das Silver. Silver? Hellgrau. Na gut. Grey. Also grau. Pink. Grün. Yellow. Also gelb. Blau. Also das Hellblau. Magenta.
Orange und Weiß. Ja, das waren eigentlich größtenteils die Farben. Ich verstehe zwar nicht, warum einige Ziegel sind, einige nicht. Weiß ich nicht, ob das ein Texture-Pack-Fehler ist oder nicht. Keine Ahnung. Aber ja. Dann würde ich sagen, schauen wir hier mal drauf zum Verzauberungstischchen. Hier so ein schönes Bücherregal mit Verzauberungstisch. Wieso nicht? Ich verzauber gepackt. LOL. Das kann man sogar reinlegen. Ja, gut. Dann gehen wir in den Ore Cave. Der ist eigentlich ganz nett. Hier Kohle, Eisen, Gold, nochmal Eisen, Kohle, Diamanten, Smaragde, Lapis Lazuli, Redstone. Ja, gut. Dann gehen wir in den Nähte- und Endabschnitt. Also wie gesagt, das Endstein gefällt mir jetzt nicht so. Sagt mir mal in die Kommentaren, wie euch das Endstein hier so gefällt. Hier. Also ich finde den Nähte, der ist wirklich gut gelungen. Da kann man nichts gegen sagen. Also der ist wirklich geil. Das Quarz ist auch Hammer. Und dann würde ich sagen, kommen wir auch schon zu den Tieren. Die Pferde hier haben eigentlich noch die Volltextur. Ja. Die Pferde und Esel und so haben sie noch nicht gechanged. Ja, gut, macht ja nichts. Hier die Villager Golems, die sind eigentlich geil. Die Squids, die sind auch noch ziemlich. Nee, die sind umgeändert, aber sehen fast default aus. Die Spinnen sind irgendwie auch ein bisschen. Oh, nicht so weit. Hier sind Ocelots. Ja, üblich halt, ne? Ein bisschen süß. Ein bisschen. Hier die Bats. Die sind ein bisschen schwer zu erkennen, weil die immer so rumflattern. Hier die Hühnchen. Hallo. Hier die Mushrooms. Hallo. Ja, du siehst aber süß aus. Hier. Hallo. Hallo. Schau mich doch an. Du guckst mich an. Habt ihr kein Gesicht? Habt ihr kein Gesicht? Oh, die haben kein Gesicht. Hm. Hier, die Villager haben auch Sounds. Neu. Ja, ich finde, die sind eigentlich ganz nett, nicht so nervig wie bei Specs Puppet Craft oder so oder wie im echten Minecraft. Also, ja. Hier die Schweinchen. Hallo, du Fettglubscher. Na, Schafe, Kühe. Komm mal her. Jungs. Jungs und Mädels. Hallo. Du schließt ja genauso aus wie die Mushroom. Okay. Dann gehen wir zu den Mobs mal drunter. Gucken wir als erstes den Gast. Ja. Gut. Hier fliegen wir mal rein, damit wir dich auch sehen können. Die Tentakel hier unten sind irgendwie blutig. Aber das Gesicht sieht auch so geil aus. Richtig so 3D-mäßig irgendwie, wenn die schwarzen Streifen da reingehen würden. Also das ist, finde ich, richtig geil. Dann hier ist nix. Hier ist ein Schleim, der hier eigentlich nicht hingehört. Hier nix, nix, nix. Die Reihe ist noch komplett leer. Dann haben wir hier die Loen. Guck mich mal an. Ach, du hast mich gerade schon angeguckt, ne? Du hast ein bisschen komisches Gesicht. Er hat fast gar kein Gesicht, aber gut. Die Zombie-Pigments sehen auch geil aus, finde ich. Hier ist schon so ein Eck vom Hirn, Dingens abgebrochen vom Kopf. Dann hier die Cave-Spiner. Guck mich an! Gucken Sie mich an! Cave-Spiner. Alle. Den Schleim haben wir schon gesehen. Silberfisch, hoppla. Silberfisch, hallo. Hier, der Enderman, der hat auch neue Sounds. Ja, voll perfekt. Sag mal. Möchtest du mich verarschen? Mach den mal. Ja, hier. Den werden wir jetzt noch öfter hören. Hier, der Lavaschleim. Mir doch raus. Adieu. Jungs! Na. Hier die Witch. Die sieht die Nase so geil drauf. Ich lieb das. Egal. Dann hier haben wir die Skeletten. Oh, das passt aber traurig, wa? Hier die Spinnen. Hier die Zombies haben auch eigene.
Nimmst du auch mit mir vorlieb? Ja, die Zombies sind auch geil, die neuen Sounds. Hallo, Creeper. Ah! Na gut. Okay, aber dann war es das eigentlich schon wieder von diesem Texture Pack Review. Von Osocraft. Ihr dürft mir auch sehr gerne Texture Packs vorschlagen. Unten in der Videobeschreibung findet ihr den Link dazu. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und lasst mir eine Bewertung da und sagt mir, was ich besser machen könnte beim nächsten Mal. Und ja, gut. Dann war's das mit diesem Texture Pack Review. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen. Bis Samstag, wo ich dann die erste Runde Zocken mit Abonnenten spiele. Und ja, dann war's das. Ich danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Und ciao, Leute.